ist eure Ratzenbande. Im heutigen Video geht es mal um die Nachteile in der Rattenhaltung. Ja, die Rattenhaltung bringt natürlich nicht nur Vorteile mit sich, sondern auch einige Nachteile und genau die möchte ich gerne einmal aufzählen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich hier keinem die Rattenhaltung schlecht reden will oder ich jedem Neuling davon abrate. Nein, ich möchte wirklich nur, dass sich vor allem jeder Neuling in der Rattenhaltung mal über die Nachteile bewusst wird, die die Anschaffung von Ratten so mit sich bringen können. Und auch, dass man diese Nachteile in Kauf nehmen und sie akzeptieren muss, wenn man sich Ratten anschafft. Einige von mir im Video genannten Nachteile, die ich nennen werde, können natürlich auch von einigen Leuten als Vorteil angesehen werden, weil sie sich einfach genau das von ihren Haustieren wünschen. Aber das Ganze kommt natürlich auch immer auf das Auge des Betrachters an und was für den einen vielleicht gut erscheinen mag, kann für den anderen vielleicht schlecht erscheinen. So, nun fangen wir aber mit dem ersten Nachteil an und das ist der, dass Ratten wirklich viel Platz brauchen. Wer sich also Ratten anschaffen will, braucht einen großen Käfig, der die Mindestmaße von 100 x 50 x 100 cm bzw. 80 x 50 x 120 cm nicht unterschreiten sollte. Und damit noch nicht genug, denn man muss auch noch zusätzlich den Platz für den regelmäßigen Auslauf mit einberechnen, der auch noch so um die 3 bis 4 Quadratmeter mindestens schon haben sollte. Also sprich, man sollte auf jeden Fall dazu bereit sein, eine Ecke in seiner Wohnung oder in seinem Haus freizuräumen und diesen Platz dann den Ratten zur Verfügung zu stellen. Denn so etwas wie das hier geht auf jeden Fall heute nicht mehr. Das nächste Nachteil ist, was ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, und zwar ist das, dass Ratten wirklich täglich Auslauf brauchen und das für mindestens 1,5 bis 2 Stunden. Und in dieser Zeit sollte man sich auch etwas mit seinen Ratten im Auslauf beschäftigen und sie auch wirklich nie unbeaufsichtigt lassen, damit sie hinterher keinen Unfug anstellen. Wem es also jetzt lieber ist, wenn seine Haustiere in ihrem Gehege bleiben und man das Tier dann nur zwischendurch mal auf die Hand nimmt oder die Tiere mal mit ins Bett oder auf der Couch ein bisschen rumlaufen lässt, für die Person sind dann Ratten wohl eher nichts. Das nächste Nachteil ist, dass schon wieder etwas an das vorherige anknüpft, und zwar ist es das, dass Ratten wirklich beschäftigt werden wollen. Den Tieren reicht es also auf Dauer nicht immer nur in ihrem Gehege oder im Auslauf zu sein, sondern die Tiere brauchen wirklich auch regelmäßig immer mal wieder etwas Abwechslung. Das können zum Beispiel Buddelkisten, Intelligenzspielzeuge, Klettertürme oder auch selbstgebasteltes Spielzeug für Ratten sein. Manche Halter klickern sogar mit den Tieren und bringen ihnen dann so ein paar Tricks bei. Ratten sind also nicht nur reine Beobachtungstiere, sondern die wollen auch regelmäßig immer mal wieder neue Aufgaben haben und auch beschäftigt werden. Das nächste Nachteil ist, dass Ratten nicht stubenrein werden. Jetzt werden wahrscheinlich einige direkt von euch sagen, ja, aber meine Ratten, die sind stubenrein, die gehen immer auf ihre Toiletten. Dazu muss ich wirklich sagen, dass es natürlich Ratten gibt, die immer ihr großes Geschäft in den Toiletten absetzen, machen aber leider nicht alle. Zum Beispiel meine Böcke hier, die sind manchmal so stinkefaul, dass sie auch gerne mal daneben machen. Aber das kleine Geschäft bzw. der Urin wird wirklich keine Ratte ausschließlich in den Toiletten absetzen, denn die Tiere gehen nicht wie andere in eine Ecke und entleeren sich da dann komplett. Nein, sie benutzen ihren Urin auch zum Markieren ihrer Umgebung und da ist wirklich nichts vor ihnen sicher. Sie markieren also den Käfig plus die Einrichtung, den Auslauf und sogar den eigenen Halter. Ja, mir ist es schon öfters passiert, dass ich vollgepieselte Hände hatte, nachdem meine Ratten dort drüber gelaufen sind. Und dieses Verhalten wird man auch wirklich niemals abstellen können und es ist auch wirklich egal, ob man jetzt Männchen oder Weibchen hat, beide Geschlechter markieren. Die Böcke sollen zwar ein wenig mehr markieren, da ist man sich aber auch nicht hundertprozentig einig und kann auch unterschiedlich sein. Ist also ein Nachteil, mit dem man einfach leben muss und da hilft auch wirklich nur regelmäßig den Boden im Auslauf wischen und den Käfig reinigen. Das sollte man im Übrigen aber auch nicht zu viel machen, da die Ratten sonst beim nächsten Mal nur noch stärker drüber markieren. Falls ihr im Übrigen auch Teppichboden haben solltet, würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, euren Ratten dort drauf Auslauf zu geben, da der sonst
recht schnell anfangen kann zu müffeln auf Dauer. Das nächste Nachteil hat auch in gewisser Hinsicht wieder etwas mit dem vorherigen zu tun. Und zwar ist das die Reinigung. Der Rattenkäfig muss wirklich regelmäßig gereinigt werden. Jede Woche bis alle 2 Wochen sollte der Käfig einmal komplett gereinigt werden. Jeden Tag bis jeden zweiten Tag sollten einmal die Ebenen mit dem Handfeger etwas abgefegt werden. Und so circa alle 3 Tage sollten die Toiletten gereinigt werden. Verschmutztes Nistmaterial und Einstreu sollte dann auch ausgetauscht werden. Die Reinigung ist da auch sehr wichtig, denn vernachlässigt man die, kann schön anfangen im Käfig zu stinken. Und das ist weder für den Halter noch für die Ratten schön. Das Ganze kann auf Dauer natürlich ganz schön viel Arbeit sein, die man auch bereit sein sollte, wirklich regelmäßig zu erledigen. Und das ist auch wirklich überhaupt nicht zu vergleichen wie mit zum Beispiel Hamstern oder Rennmäusen, bei denen man das Gehege ja eigentlich nie komplett reinigt. Kommen wir nun aber jetzt zum nächsten Nachteil, und das wäre die geringe Lebenserwartung von Ratten. Nämlich, dass Ratten nicht besonders alt werden, im Durchschnitt nur so circa 2 bis 3 Jahre alt, in seltenen Fällen auch mal 4. Und da kann der Abschied auch wirklich schon mal schwer fallen, wenn man sich schon nach so kurzer Zeit von seinem geliebten Haustier verabschieden muss. Und das Ganze ist auch eine Situation, mit der nicht jeder so gut umgehen kann und mit der auch nicht jeder leben kann, wenn das Tier dann schon so schnell wieder verstirbt. Gerade jetzt vielleicht auch für die etwas jüngeren Leute, denen könnte das, denke ich mal, doch etwas schwerer fallen, damit richtig umzugehen. Ein weiterer Nachteil wäre, dass Ratten Nagetiere sind. Und was machen Nagetiere natürlich? Sie nagen selbstverständlich. Das bedeutet, dass theoretisch nichts vor den Zähnen der Ratte sicher ist, was sie in die Pfoten bekommt. Das kann zum einen die Einrichtung sein, die Ratten in der Regel eigentlich anknabbern dürfen sollten. Wobei das auch immer ein bisschen schade ist, wenn selbstgemachte Kuschelsachen oder auch Häuschen so schnell kaputt gemacht werden. Zum anderen können das aber auch Dinge sein, die sie im Freilauf finden. Von daher sollte man alles, was einem lieb und teuer ist, besser wegstellen. Und auch Dinge wie Tapeten, Möbelstücke oder Gardinen laufen natürlich immer in Gefahr, angeknabbert zu werden, weswegen man die Tiere auch nicht unbeaufsichtigt lassen sollte. Noch ein Nachteil ist, dass Ratten dämmerungsaktive Tiere sind. Das bedeutet, die werden erst in den Abendstunden aktiv. Es gibt zwar Ratten, die sich dem Tagesrhythmus des Menschen so ein bisschen anpassen und dann auch mal tagsüber zu sehen sind. Das ist aber keine Garantie, weswegen man nachts auch mal damit rechnen muss, dass die Tiere unter anderem etwas laut werden können. Gerade dann, wenn sie meinen, sie müssten sich gegenseitig durch den Käfig jagen, weil sie irgendwie Fangen spielen wollen, oder gerade meinen, sie müssten Rangkämpfe austragen. Darum sollte man sich vorher auch genau überlegen, ob man die Tiere wirklich in dem Raum halten will, in dem man schläft, und ob einem die Geräusche dann nachts nicht stören könnten. Das nächste Nachteil ist, dass Ratten richtige Akrobaten und Kletterkünstler sind und sie sich immer einen Weg suchen, um genau dahin zu kommen, wo sie eigentlich nicht hin sollten. Ich glaube, bei mir im Zimmer gab es noch keinen einzigen Ort, wo meine Ratten nicht schon mal waren. Die waren sogar schon mal auf meinem Kleiderschrank, und der ist über 2 Meter hoch. Fragt mich nicht, wie die da raufgekommen sind. Also Dinge wie Tischbeine, Stuhlbeine oder auch Gardinen sind für die meisten Ratten wirklich kein Problem. Und gerade auch die Jungtiere sind da wirklich sehr aktiv und haben meistens nur Unfug im Kopf. Darum sind auch hohe Absperrungen im Auslauf wichtig, denn die Tiere können auch mal so, ja, um die 60 bis 80 cm hochspringen, wenn sie wollen. Aber kommen wir nun zum nächsten Nachteil, der für mich persönlich auch recht wichtig zu erwähnen ist, da er leider häufig vergessen wird. Und zwar betrifft das die Tierarztkosten. Ratten sind ja sehr krankheitsanfällige Tiere, weswegen auch ein Tierarztbesuch mal öfters anstehen kann und der auch nicht immer ganz billig sein muss. Gerade auch dann, wenn es sich um Krankheiten handelt, die das gesamte Rudel anstecken können. Da muss man dann auch schon mal alle Tiere behandeln lassen, und je nachdem, wie viele man da hat, kann das doch ganz schön ins Geld gehen. Zudem neigen Ratten auch häufig zu Tumoren, und den wegoperieren zu lassen, kann schnell mal in den 3-stelligen Bereich gehen. Man sollte also die Tierarztkosten für jedes einzelne Tier zahlen können und auch bereit sein, diese zu zahlen, denn die Tiere empfinden genauso Schmerzen wie wir Menschen auch. Und die Tiere sind ja auch schließlich auf uns angewiesen.
dass wir erkennen, dass es ihnen nicht gut geht und wir auch dementsprechend natürlich dann dafür sorgen, dass sie wieder gesund werden. Alles andere wäre meiner Meinung nach einfach nur herablassend, egoistisch und überhaupt nicht fair dem Tier gegenüber. Ein weiterer Nachteil kann die Urlaubsbetreuung sein. Ratten haben ja leider einen nicht so guten Ruf bei vielen Menschen, einige fürchten, ekeln sich oder haben ganz einfach Vorurteile gegen sie. Und dann kann es auch unter anderem schon mal etwas schwieriger werden, eine Urlaubsbetreuung für die Kleinen zu finden. Und man sollte auf jeden Fall immer mindestens eine Person haben, die sich mal um die Tiere kümmern kann, wenn ihr mal nicht könnt. Besser sind natürlich immer mehr. Denn auch wenn ihr jetzt sagt, ich fahre nicht in den Urlaub, ich verzichte extra deswegen drauf, kann es wirklich immer mal passieren, dass ihr irgendwie ins Krankenhaus für mehrere Tage müsst. Und da braucht ihr ja dann auch jemanden, der sich in dieser Zeit um die Tiere kümmert. Von daher sollte man so etwas auf jeden Fall vorher abklären. Und nun kommen wir auch zum letzten Nachteil. Und der ist, dass Ratten Rudeltiere sind und daher mindestens zu dritt gehalten werden müssen. Alles darunter ist nicht artgerecht für die sozialen Tiere. Wer jetzt also zum Beispiel sagt, nee, um so viele Tiere, da will ich mich nicht drum kümmern, die kosten mir zu viel oder vielleicht erlauben die Eltern ja auch nur ein Haustier, maximal zwei, dann solltet ihr wirklich aus Rücksicht zum Tier lieber auf Ratten verzichten. Und dann solltet ihr wirklich lieber warten, bis die Umstände einfach besser passen oder ihr ausgezogen seid. Und ihr müsst ja deswegen nicht unbedingt auf ein Haustier komplett verzichten. Ihr könnt euch ja dann stattdessen eins aussuchen, das besser zu euch und euren Umständen passt. Hamster zum Beispiel sollte man alleine halten, die meisten zumindest. Und bei Rennmäusen sind zum Beispiel zwei die optimale Anzahl. So, das war's nun auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch so ein bisschen zeigen, dass die Haltung von Ratten nicht nur Vorteile hat, sondern auch einige Nachteile, über diese man sich vor der Anschaffung auch im Klaren sein sollte. Einfach auch, damit man hinterher nicht enttäuscht ist und die Tiere darunter leiden müssen, weil man sie dann hinterher wieder abgibt. Wenn ihr jetzt noch weitere Nachteile in der Rattenhaltung kennt, die ich jetzt hier nicht im Video genannt habe, dann könnt ihr mir die doch unten in die Kommentare schreiben. Genauso könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein Video wollt mit den Vorteilen der Rattenhaltung. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an dieser Stelle mal wieder und sage bis zum nächsten Mal und ciao!